Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gibt es die nächste Ausgabe vom Footies Cup. Diesmal gibt es dann Footies Reus zu gewinnen und ich stehe auch schon wieder im Finale. In der heutigen Folge wird es aber ein bisschen einfacher sein. Ich werde wahrscheinlich nicht die Spiele bis zum Finale zusammenfassen, weil es hier dann einfach immer wieder der gleiche Cup ist und dann auch irgendwo letztendlich immer das gleiche. Und ich werde auch keinen Squad-Builder machen. Wieso? Ja, das liegt daran, hier seht ihr das Team, mit dem ich ins Finale gekommen bin, weil ich das Team irgendwie so ein bisschen doof letztendlich finde. Ich hatte es mir nämlich ursprünglich anders vorgestellt und jetzt ist das dabei rausgekommen und das ist dann noch irgendwie so ein bisschen langweilig, wie ich finde. Das Problem ist nämlich gerade, dass aus irgendeinem Grund irgendwie auf einmal Team of the Season oder Informs deutlich teurer werden. Vielleicht auch diejenigen, die in Verbindung mit Aubameyang und auch mit Cole Bianca sind, denn ich wollte ursprünglich hier Team of the Season Mkhitaryan kaufen. Als ich das Team so zusammengebaut hatte, hat er 237.000 gekostet und dann habe ich das ganze andere Team davor verkauft und so weiter und als ich dann irgendwann ein paar Stunden später das Team bauen wollte, kostet er auf einmal 260.000. Ich kann mal ganz kurz nachschauen, was er jetzt kostet, weil es mich persönlich dann doch interessieren würde. Und dann, yo, seht ihr jetzt gerade, habe ich 250.000 übrig und für einen Ensonsi oder für einen Krychowiak den Inform auf einmal 40.000 und 30.000 anstatt irgendwie 15.000 und 25.000 oder sowas zu bezahlen, das sehe ich dann irgendwie gar nicht ein, weil ich dann doch irgendwie auch den Pokal nur ganz kurz spiele. Und dann hatte ich schon, um einfach die Münzen zusammenbekommen für den Team of the Season von Mkhitaryan, habe ich dann zum Beispiel auch Manuel Neuer verkauft. Und wie sich das dann resultierte, das zeige ich euch gleich in der Sache. Ich werde jetzt erstmal kurz gucken, was Mkhitaryan Team of the Season kostet. Dafür muss ich dann ein bisschen hochgehen hier vom Preis. Und dann stelle ich mal hier so ungefähr 260.000 ein. Vielleicht kaufe ich ihn jetzt einfach, wenn er ein bisschen... Ja, aber er ist immer noch bei 270.000 oder was? Ja, immer noch 200... Also ich kann ihn mir nicht mal kaufen. Das ist halt echt auch das Problem. Und aus irgendeinem Grund ist der auf einmal um 20.000, 30.000 gestiegen. Ich meine, das passiert ja mal relativ schnell bei solchen Spielern in dieser Sphäre. Und dann hatte ich Manuel Neuer verkauft. Und eigentlich war Manuel Neuer eingeplant und dann merke ich dann im Nachhinein, als das Team fertig ist, dass dann Boateng noch nicht mal auf 9 oder 10 Chemie kommt. Da habe ich gesagt, ach komm ey, was ist das für eine Scheiße. Manuel Neuer wollte ich dann auch nicht neu kaufen, weil ich ihn gerade erst wieder verkauft hatte. Und dementsprechend bin ich eigentlich irgendwo, denke ich, ist das Team halt echt nicht cool. Aber ich habe mich trotzdem damit ins Finale vorgespielt und ich werde es jetzt trotzdem im Finale spielen. Also das ist prinzipiell hier der Aufbau. Ich habe Futi Aubameyang und Futi Kuno Bianca hier eingebaut. Und dann habe ich hier Stronglings zu Ensonsi und Krychowiak und Mkhitaryan ist Strongling zu Aubameyang und so weiter. Das ist das Team und jetzt gehen wir weiter ins Finale. Wie gesagt, ja, ins Finale von der Liga 1, genau. Nein, ich meinte, ich habe mich gerade verklickt. Natürlich ins Finale vom Footies Cup. Und ja, ich habe mich mit einem 2-1, 3-0 und 5-1 ins Finale vorgespielt. Jetzt geht es weiter und ich suche jetzt mal hier den Gegner, genau. Kurzer Moment, kurze Möglichkeit, um Pause zu machen. Und da haben wir den Gegner Footies Team. Ist jetzt die Frage, ob das Footies Team heißt, weil er da die Footies drin hat, oder weil das ein Team ist, um die Footies zu gewinnen. Vielleicht ist es ja auch beides so ein bisschen wie bei mir. So, wir schauen einfach mal. Und er hat zumindest schon mal Kuno Bianca. Er hat auch Ruben Castro und Sané. Alles drei Spieler, die man durch Turniergewinne bekommt. Von daher wird das wahrscheinlich kein schlechter Gegner sein. Er hat auf jeden Fall schon mal Pokale gewonnen. So viel kann ich schon mal festhalten. Hat da auch ein kleines Hybrid gebaut aus Bundesliga und Liga BBVA. Kommt mir bekannt vor. Habe ich nämlich auch. Und ich werde jetzt eine Sache machen. Ich werde wahrscheinlich auf das enge 4-1-2-1-2 umstellen, weil ich damit einfach nochmal deutlich gefährlicher bin. Sehr schön von Tremolinasa rausgespielt. Sehr sauber. Ich kann das 4-3-2-1 auch spielen, aber effektiv bin ich damit. Das macht mir einfach nicht so viel Spaß, weil ich habe das einfach gemerkt. Ich habe dann mal wieder auch das Ersatzteam gerade von mir gespielt aus Fitnessgründen und mir macht das einfach so viel mehr Spaß, das enge 4-1-2-1 so zu spielen und ich spiele einfach auch FIFA, um Spaß zu haben. Deswegen werde ich jetzt hier umstellen auf das enge 4-1-2-1-2 und das passt eigentlich auch ziemlich gut von den Spielern. Von daher geht das auch klar. Mkhitaryan kann man sehr gut auf die 10 stellen. So. Oh, das war schlecht. Das war schon wieder besser. Krychowiak, der übelste Abräumer. Können wir hier vielleicht lang durchspielen? Ja, und dann nochmal so lang weiter. Ja, einigermaßen.
Okay, nice, das gefällt mir. Boah, das ist so ein, ja, doch risikoreiches Tackle, muss man sagen. Wenn er da ein bisschen Pech hat, dann geht der Spieler so rein, dass er nicht den Ball erwischt und haut mich einfach nur um im 16er. Naja. Kann ich vielleicht auch ein bisschen besser ausweichen in diesem Moment. So. Rata Konibianka und Pischek erobert den Ball sehr fein. Ich bin gerade heute noch ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Okay, können wir weiterlegen. Und das ist eigentlich ganz schön. Yes, das ist auch ganz schön. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das war eine richtig schlechte Ballrolle. Ich hätte vielleicht einen Abschluss suchen können. Also ich habe den Abschluss gesucht mit der Ballrolle, offensichtlicherweise. Wow. Starkes Dribbling. Da ist er, komm. Da ist er dran. Da ist er dran. Und dem... Oh Gott. Leider verzockt jetzt gerade bei der Ballannahme mit Rum Castro. Und der sitzt nicht. Irgendwas habe ich gerade verkackt. Ich glaube, ich habe offensiv und defensiv was verkackt. Oh, den läuft er jetzt hier gerade zu. Aber nicht den ganz hinten. Muss ich aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Boah, Gündogan mit einer Zuckerballannahme. Not odd, odd. Komm, oi, Piqué im letzten Moment. Ich hatte schon Schießen gedrückt. Krass, aber ich konnte noch nicht schießen, weil der Ball einfach noch nicht am Fuß wieder war. Aber das war jetzt schon sehr, sehr knapp. Schade. Ah, der Gegner spielt auf jeden Fall ganz gut. Offensiv würde ich ihn schon recht gefährlich einschätzen. Defensiv macht er auch einen ganz guten Job. Ist halt auch zu erwarten von dem Finalgegner. Das ist gut. Die Flanke kommt rein. Ich habe Bälle in der Luft eingestellt bei den Kontrolleinstellungen. Und was ist los? Man bekommt den Spieler nicht, auf den die Flanke kommt. Das ist stark. Als ob er in das Spiel abfacken möchte. So. Alter, was für eine Ballannahme. Ach Gott, und jetzt kriege ich deswegen wahrscheinlich den Gegentreffer. Irgendwie das Gefühl, es war nicht die beste Entscheidung, gegen den Gegner auf den 4-1-2-1 umzustellen. Ich bin fast überlegen, ob ich das 4-2-3-1 wechsle. Komm. Boah, wobei er jetzt auch schon wirklich ein paar Momente ein bisschen Glück hatte, wie er nochmal im letzten Moment dazwischen kommt. Aber ich tue mich gegen seine Verteidigung gerade hier in diesen Momenten, sieht man sehr, sehr, sehr schwer, aber auch weil die Ballannahmen so komisch kommen. War sehr, sehr schwer. Rauszuspielen. Also wirklich, das müssen wir drauf warten, nach dem Ball gewinnen, was für Anspielstationen ich habe. Ich muss super schnell, sehr awkward auch, also in die Spitze zu spielen ist ja kein Ding. So spielt man ja FIFA 16. Aber ich muss es sehr schlecht, oh nee, den darf ich nicht spielen. Der ist so offensichtlich. Aber ich krieg vielleicht den Ball nochmal. Komm, der könnte sein. Wow, war der Abschluss schlecht. Wow, also für so einen Abschluss habe ich nichts zu sagen, als einfach nur super schwach. Schlecht war er, ja, er war schlecht, aber er war auch einfach extrem schwach. Einfach nur sehr schwach geschossen. Dass ein Torhüter einen Ball fangen kann, ist einfach nicht optimal, wie man sich denken kann. Sehr stark von Sokratis. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Umschaltsituation. Und der Gegner läuft damit auch mit Piqué wie ein Bekloppter heraus. Oh, das mache ich aber auch ganz fein. Das muss es sein. Ja, Nsonsi. Ich hatte ganz kurz Bedenken, dass der Ball zu weit rüberkommt und er ihn dann gegen den Pfosten schießt oder sowas. Das war knapp. Ich habe das auch... Boah, ich habe den Pass einfach auch zu spät mit Aubameyang gespielt. Ich muss den früher spielen. Der ist nämlich auch schon vorher ziemlich frei. Aber zumindest die Führung. Und ich glaube, mit der Summe, wie ich gerade schon einfach in welchen Situationen ich da am 16er zugange war, ist das auch in Ordnung. Kann ich da bis jetzt nicht so zufrieden geben. Aber ich bin sehr kritisch, wie ihr merkt. Aber das ist halt echt immer bemerkenswert, wie krass der Gegner da rausgeht und dann kann ich dadurch auch ein sehr konterlastiges Spiel spielen. Guck mal, den können wir vielleicht mal probieren. Oh, schade. Dann wollte ich jetzt einfach an den beiden Verteidigern, die vor mir standen, rumspielen in den Hintergrund, wo alles frei war. Ist das schwach von den Sonsi? Okay. Können wir durchspielen? Yes. Boah, ist das krass noch abgefangen. Aber ich bekomme ihn.
Und das meine ich. Also da tun sich Riesenlücken auf. Der Gegner verteidigt das, glaube ich, in den letzten Momenten auch eigentlich immer ziemlich gut. Wie ich finde. Also das ist mein Eindruck irgendwie so ein bisschen. Mark Bartra jetzt hier schon ganz weit vorne. Das ist fein, wie sie alle zuschauen. Ich konnte den oben nicht zustellen, weil von meinen anderen beiden Innenverteidigern und von meinen beiden Verteidigern, Mitspielern, wie auch immer, nichts... Oh ja. Zeit für Fallrückzieher. Krasses Teil. Nichts und Unterstützung gekommen ist. Das ist immer mal wieder ganz komisch, ganz ulkig. So, also er macht das ziemlich gut mit dem Zustellen, wie man sieht. Ich habe hier keine wirklich sichere Anspielstation. Ich mache den jetzt nochmal so wie eben. Wo geht der denn hin? Sehr gut. Boah. Wenn ich da mit der Ballrolle vorbeikomme, dann hat er ein Riesenproblem. Okay. Jetzt probieren wir mal sauber umzuschalten, weil das sieht mir nach einer guten Umschaltsituation aus. Und das wird's auch. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Come on. Da ist es. Sauber. Der muss halt schon vorher drin sein von Gündogan. Hab ein bisschen Glück. Ich, hier war ich im L2R2 wirklich millimetergenau aus. Manchmal wird es auch auf Meter gehen, wenn Gündogan zu Boden geht. Aber danach muss ich dann natürlich mit Gündogan treffen. Und ja, hab Glück, dass letztendlich mein Unvermögen oder auch mein Pech auch in dieser Situation dann doch ausgeglichen wird, dass Mkhitaryan ihn dann einfach reinschiebt. Aber wenn das kein 2:0 wird, das kein Tor wird, dann ist es richtig, richtig ärgerlich. Ich werde aber jetzt trotzdem mal umstellen auf ein 4-2-3-1. Das kann ich nämlich auch, glaube ich, ziemlich gut aufstellen. Ja, nee, doch nicht ganz so gut, wie ich es mir vorstelle. Aber geht schon klar. Also es gibt schlechtere Möglichkeiten. Aber hundertprozentig gefallen tut es mir auch trotzdem nicht. So, ich muss noch eine Anweisung machen. So, jetzt bin ich nicht ganz fertig geworden, aber ist jetzt auch egal. So, er bringt noch Pierre-Emerick Aubameyang. Also den hat er auch schon gewonnen. Ich gehe davon aus, also ja, wollte ich sagen, ja, ich gehe davon aus, er hat das Turnier schon zweimal gewonnen. Ach was. Wir spielen. Oh, boah. Hallo. Ey. Egal, ob ich den ersten Pass oder den zweiten Pass abfange. Beide wären tödlich, beide Ballverluste. Schade, dass sie nicht gelingen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Sehr schön von Sokratis. Komm, öffnen wir mal das Spiel hier so ein bisschen über die Außen. Nehmen wir mal auch nicht so viel Tempo auf. Gegen Jordi Alba in Laufduell zu gehen, ist nicht der beste Plan. 92 Tempo oder sowas hat er. Von daher hätte ich mir das, glaube ich, auch sparen können. Ist das behindert, ey. Lol. Boateng, der läuft da einfach auf 10 cm. Ich bin heute super viel am Lamentieren, aber... Ich schaue halt immer wieder auf gewisse Sachen und mir fallen so viele kleine Sachen auf, die einfach Bananen sind. Boateng eben gerade, der Ball wird super offen von Sané geführt und er läuft da ganz knapp dran vorbei und nimmt den Ball nicht raus. Der hat übelst starke Zweikampfwerte. Boateng ist einer der besten Zweikämpfer überhaupt. Der muss doch da bitte dann einfach den Ball rausspielen in diesem Moment, wenn er so offen liegt. So funktioniert nun mal Verteidigen. Der Ball liegt offen, Ball wird rausgespielt. Umso besser der Verteidiger, umso leichter kommt er die Zweikämpfe, umso leichter spielt er. Was ist denn hier los? Da werde ich verschoben bei dem Einwurf. Also lauter komische Sachen heute. Und er spielt die nicht raus. Und dann denke ich mir so, hey, was ist das denn? Wenn der gute Zweikämpfer den Ball nicht rausspielt, was ist denn da los dann auf einmal? Ich verstehe das nicht. So. Sehr gut von Leno. Ich hätte jetzt noch damit gerechnet, so wie das Spiel zur Zeit läuft, dass er ihn rausklatscht. Oder dass er ihn klatschen lässt. Manchmal macht er das. Machen das die Torhüter in diesen Situationen. Das ist das Problem vom Gegner. Oh. Das Problem vom Gegner. Wir haben ihn gerade sehr, sehr schön bei der Außenverteidiger-Situation gesehen. Er nimmt den Außenverteidiger. Oder ich weiß gar nicht, ob er ihn nimmt selber. Aber was passiert ist. Mhm.
Ich muss schon gerade lange mal aus diesen Situationen das dritte Tor gemacht haben. Aber eben diese Außenverteidiger-Situation, was er macht, er nimmt irgendwas mit dem Außenverteidiger, er nimmt ihn halt raus und öffnet sich mega stark gegen den Doppelpass. Er löst die Viererkette halt immer viel zu krass auf und ist dann offen für Steilpässe. Ich mach das aber bis jetzt dann aber auch immer sehr schlecht im Ausspielen dieser Situation. Das wäre ganz, ganz wichtig gewesen. Come on. Von der Bianca. Ach, das ist wieder vor die Alba, ne? Ja. Okay. Oi. Starke Parade wieder von Rainer. Mein Dribbling gefällt mir heute echt gar nicht so gut. Komm manchmal damit zwar durch, aber echt ist es heute nicht sonderlich rund. Puh, das ist eigentlich eine sehr gefährliche Situation. Okay, den Pass muss man nicht anbringen. Sehr schön von Piszczek. Und da geht sogar ganz aus von Aubameyang, weshalb es Abstoß gibt. Oh ne, es war sogar faul. Okay. So. Können wir hier lang auf Aubameyang spielen? Das muss halt geändert werden. Und das war auch unser Eindruck. Wir haben ja FIFA 17 schon angespielt. Dass die Ballannahmen. Oh Gott. Nein. Fuck, Alter. Es war so entspannt. Die zwei Tore Führung war so entspannt. Ich hätte das so gut runterspielen können. Aber leider. Ja, mache ich so einen Klops. Ich sag, willst du hier nicht auf irgendwelche Ballannahmen oder ähnliches schieben. Aber das wollte ich gerade noch zu Ende führen, diesen Gedanken. Beim Anspielen von FIFA 17 war das schon unser Eindruck, dass nach Flügelwechseln zum Beispiel oder langen Bällen die Ballannahmen besser sind. Nicht mehr so. Dass die nicht mehr so springen. Boah. Oh Mann, ich sehe es schon kommen. Ich führe bis zur 75. ohne Probleme. Und dann kassiere ich erst ein extrem dummes, schlechtes Eigentor von mir quasi. Und es wird ausgeglichen. Da kommt nämlich der Steilpass. Sehr gut. Nice. Jetzt das dritte Tor. Es wäre super wichtig. Komm, Gündogan. Ja. Hab ich. Boah, ist das krass. Sané ist hier der beste Verteidiger, den er hat anscheinend. Also das ist nicht das zweite Mal, dass jetzt gerade Sané in dem Moment hier den Ball gut rausspielt. What? Oh Gott, ich dachte, es wäre schon das 2:2. What the fuck, Alter? Hab ich Glück, ey. Oh mein Gott. Puhu, kann ich mich glücklich schätzen. Das muss das 2:2 sein. Hat er gut gemacht. Dieser Scoop-Term mit Konoplyanka war richtig, richtig nice. Okay. Gott, ist das erbärmlich. Dass das auch wieder kein Tor wird. Ja, Mann. 3:1. Ja, so ist es immer. Er macht das 2:2 da nicht. Gegner geht auch raus. Das war natürlich offensichtlicherweise der 90. die Entscheidung.
kann nicht zufrieden sein, aber womit ich zufrieden sein kann, ist, dass ich es gewonnen habe. Ich meine, ich will auch nicht immer alles so miesepetrig sehen, aber ich habe einfach, ich habe so einen hohen Anspruch an mich selber irgendwie, dass es besser läuft, egal ob ich dann, das Ergebnis ist nicht mal alles, was zählt. Ich will trotzdem einfach den Gegner dominieren, ich will einfach alles gut machen und von daher kritisiere ich mich dann halt selber, ich kritisiere die Spieler für manche Sachen. Es tut mir leid, wenn das irgendwie auch immer so krantig oder so miesepetrig rüberkommt, aber das ist dann einfach mein Ersatz, mein Approach, mein Ansatz, wollte ich sagen. Wir haben es trotzdem geschafft. Damit habe ich dann in 4 Versuchen den Cup dann auch 3-mal gewonnen. Das ist prinzipiell auf jeden Fall schon mal sehr erfreulich und prinzipiell richtig geil, dass ich halt auch alle 3 Spieler gewonnen habe, weil sie halt auch irgendwie alle, zumindest was die Wertung, was die Kartenwerte und so weiter betrifft, sehr interessant sind. Mlois hier nochmal natürlich auch richtig interessant. 94 Tempo, 93 Dribbling, 91 Schießen, 92 Passen. Richtig heftig und ich werde definitiv um ihn ein Team bauen. So viel kann ich festhalten. Es bietet sich natürlich an und ihr könnt gerne Vorschläge machen, aber ich habe schon was irgendwo im Kopf, was ich gerne, nicht ganz sicher, was ich vielleicht ausprobieren möchte. Gut, dann füge ich dir mal ganz kurz meinem Verein hinzu. Ansonsten habe ich jetzt hier gerade nichts. Es gibt jetzt hier noch so Geheimsets zu gewinnen. Das ist jetzt nicht der krasseste Preis. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Wow, das ist natürlich ein Elfmeter. Junge, Junge, Junge. Und das muss wahrscheinlich auch rot sein, weil er einfach nur von hinten reingrätscht, ohne überhaupt eine Chance auf den Ball zu haben. Hallo?